In 3 Tagen ist der 1. Juni. Unfassbar. Irgendwie renne ich der Zeit hinterher. Wie geht es euch so? Und die Frage richtet sich an das bewegliche Kreuz. Fische, Jungfrau, Zwilling und Schütze. Herzlich willkommen in meinem Astrologiekanal. Heutiges Thema, der Monat Juni, der mit vielen Aspekten und Ereignissen um die Ecke kommt. Er beginnt gut und wir denken, wow, ein super Monat. In der Mitte wird er stressig und anstrengend und zum Schluss in der letzten Woche verabschiedet sich wieder gut. Wir schauen uns die Horoskope und somit die Informationen, die diese uns geben, von den Lunationen des Monats, das Horoskop der Sommersonnenwende und natürlich, was wird mit dieser Europawahl? Das ist das Horoskop vom Beginn des Monats Juni für Deutschland und gerechnet für Berlin. Einige von euch haben mich gefragt, warum Berlin? Ich habe keine andere Chance. Wenn ich für Deutschland ein Horoskop erstelle, was uns allen dieses Horoskop angeht, dann muss ich die Hauptstadt nehmen. Ihr könnt natürlich dann dieses Horoskop auf den 1.6. 0 Uhr erstellen für den Ort, wo ihr lebt. Und dann wird sich der Aszendent bewegen. Sonst wird sich nicht großartig was verändern. Und wenn ihr auch in Österreich oder in die Schweiz lebt, dann wird sich nur der Aszendent verändern. Und natürlich das ganze Kreuz, ne? AC, IC, MC, DC. Und solltet ihr eine andere Häuserberechnung wählen, zum Beispiel Placidus oder Koch, dann werden sich auch die Häuserspitze natürlich verändern. Jetzt, das Interessante natürlich ist, ich erzähle euch die Tendenzen, ja, und ich erkläre euch die Aspekte. Das Interessante ist, dass ihr euren Geburtshoroskop nehmt, der ja sowieso für den Ort berechnet ist, wo ihr geboren seid, oder wenn ihr umgezogen seid, dann habt ihr das relocated in den Ort, wo ihr jetzt lebt. Und dann bildet ihr 2 Horoskope, also ihr setzt jetzt dieses Horoskop vom Juni on top auf eurem Horoskop und dann werdet ihr sehen, wo fallen die Aspekte, wo sind die Planeten und wie werdet ihr persönlich von diesem Horoskop beeinflusst. Mit diesem Programm Planetanz, ich habe euch gezeigt, wie ihr das alles erstellen könnt und ich habe euch gezeigt, dass Planetanz sogar einen Monatskalender für euch persönlich erstellen kann. Dann geht ihr auf meine Playlist Planetanz und ihr könnt alle Informationen da finden und das Programm ist kostenfrei zum Downloaden. Gut, das nochmal zur Info. Der Monat Juni. Der fängt sehr gut an. Wir haben den ganzen Monat Pluto rückläufig im Wassermann und am 2. Juni haben wir eine Parallele zwischen Merkur und Uranus. Also, wir könnten einen plötzlichen Einfall haben, eine gute Idee. Achtet auf eure Gedanken, achtet, was so um euch passiert, was ihr so liest, was ihr so hört, denn Merkur ist ja in den Zwilling und eine Parallele ist gleichzusetzen, wenn nicht noch stärker als eine Konjunktion. Und warum ich das sage? Schaut mal, am 31.05. haben wir die Konjunktion zwischen Merkur und Uranus. Hier haben wir die genaue Konjunktion. Uranus stand auf 18 Grad und 33 Bogenminuten und Merkur stand auf 17 Grad und 18 Bogenminuten. Wenn wir hier diese Seite sehen, das ist die Deklination. Das bedeutet, wie hoch stehen die Planeten in der Ekliptik. Also die hatten fast 1 Grad Unterschied. Am 2. Juni sehen wir, der Merkur verlässt Uranus und so wie gesagt, würde man diesen Aspekt keine sehr große Gewichtung geben.
Aber wir sehen jetzt hier, dass Merkur ist auf 18 Grad 30 und Uranus auf 18 Grad 34. Also die stehen sich wirklich nebeneinander. Was meint ihr wohl, welche jetzt die stärkste Energie ist? Für mein Empfinden, ich sehe immer die Parallelen. Und am 2., so gegen Mittag, haben wir den Mars, der jetzt auf 25 Grad in den Widder steht. Und hier haben wir die Eris. Also, wir haben einen unaspektierten Uranus. Also, achtet, dass plötzlich aus irgendeinem Wort nicht ein Streit entflammt. Und natürlich vorsichtig sein im Autoverkehr. Lasst euch nicht provozieren, gebt nicht viel Gas, man weiß nie, wie dieser Mars dann sich hier verhält. Am 3. Juni haben wir einen besonderen Aspekt aktiv, und zwar das Trigon zwischen Jupiter und Pluto. Pluto ist rückläufig und dieser Aspekt gilt als die Hand Gottes, die uns vor einer Katastrophe retten will oder rettet. Zum Beispiel, es passiert ein großes Erdbeben und wir haben nur sehr wenige Opfer. Ja, oder ein Unfall und wir haben sehr wenige Opfer. Das könnte dann die rettende Hand Gottes sein. Jupiter, ja, die Hand Gottes, die uns aus einem bösen Moment, also Pluto, rettet. So ist dieser Aspekt zu verstehen. Dann haben wir den Merkur in Sextil zu Neptun, der aber auch etwas später an dem Tag das Zeichen wechselt und in den Zwilling kommt. Merkur bewegt sich sehr schnell zurzeit. Er wird im Juni in 3 Sternzeichen sein. Anfangs, ja, war er im Stier, dann kommt er jetzt in den Zwilling und am 17. kommt er in den Krebs. Das bedeutet, wenn Merkur sich so schnell bewegt, viele und schnelle Nachrichten. Am frühen Morgen vom 3. Juni haben wir auch etwas anderes Besonderes. 6 Planeten, der Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, reihen sich im Himmel auf zu einer sogenannten Planetenparade. Man könnte sagen, die himmlischen Körper vereinigen sich und kommen uns zu Hilfe. Und an dem gleichen Tag haben wir auch was anderes Besonderes, und zwar die Venus. Sie beginnt ihre Konjunktion zur Sonne. Sie ist in Verbrennung, aber wenn sie weniger als 17 Bogenminuten von der Sonne entfernt ist, wird sie Kasimi. Das wird sein auf 13 Grad und 12 Bogenminuten. Und diese Kasimi-Position wird bis zum 5. Juni dauern, wenn Venus die 15 Grad und 40 Bogenminuten erreicht. Venus im Herzen des Königs ist eine besondere, gute Energie. Schaut, was repräsentiert Venus in eurem Horoskop und handelt entsprechend. Auf jeden Fall, alle Themen Venus sind jetzt begünstigt und wer eine Schönheitsanwendung machen möchte, der kann sie in diesen Tagen dann machen. Nachdem Venus die Konjunktion zur Sonne hatte, wird sie nun von Tagesplanet zu Nachtplanet. Wenn Venus von einem Tagesplanet, also mehr extrovertiert, zu einem Nachtplanet wird, dann wird sie sich auch mehr introvertiert verhalten. Der 4. Juni ist ein Tag mit positiven Aspekten. Wir haben die Konjunktion Merkurs und Jupiters und wir vergessen nicht, dass Jupiter Trigon Pluto. Sendet eure Bewerbungsunterlagen, publiziert, schreibt in eurem Blog oder beginnt das Schreiben oder Vorbereiten und dann mit dem Neumond könnt ihr das alles veröffentlichen. Alle merkurischen Themen stehen unter einem positiven Einfluss. Wir haben auch den Mond im Stier und so könnt ihr berufliche Termine setzen oder Termine
mit der Bank oder Behörden. Am 5. haben wir noch den positiven Einfluss und wir haben die Parallele von Sonne und Venus. So langsam nimmt die Venus auch den Weg nach oben. Und ich habe ganz vergessen, vorhin beim Merkur das auch zu erwähnen. Ich zeige euch das mal. Wir hatten Merkur auf 18 Grad, genau in die Höhe von Uranus. Ja, er hatte die Parallele gebildet. Und jetzt steht er schon auf 20 Grad. Und so kommt er immer höher und dann kommt er out of bounds. Und zwar als erste kommt Venus out of bounds am 11. und einen Tag später auch Merkur. So, und jetzt kommen wir zu den 6. Juni, zu den Neumond. Wir schauen mal das Horoskop vom Neumond. In diesem Neumond haben wir den Mond out of bounds. Ihr seht, der ist viel zu hoch in die Ekliptik. Und wir haben die Venus, die sehr nah an den Pluto kommt. Pluto ist auf 22 Grad und Venus steht auch auf 22 Grad. Das bedeutet, wir haben hier eine Antiparallele, also eine Opposition. Und warum Antiparallele? Weil Pluto ist auf minus 22 Grad und Venus ist auf plus 22 Grad. Und bis jetzt haben wir immer plus gesehen und das waren die Parallelen. Aber jetzt kommen wir zu dem Neumond. Der Neumond findet auf 16 Grad und 18 Bogenminuten statt und sehr nah auf 17 Grad am Fuß des Sternbildes Orion ist der Fixstern Rigel. So bildet dieser Neumond eine Konjunktion zu Rigel. Es ist ein guter Stern. Er hat die Natur von Jupiter und Mars. Er symbolisiert Reichtum, Glück, Ehre, Ruhm. Muss aber was dafür tun. In diesem Neumond haben wir eine Polyastrie in den Zwilling und hier macht der Merkur Party. Viel Blabla. Dieses viel Blabla wird vom Jupiter noch verstärkt und Jupiter in den Zwilling, wie ich schon erwähnt habe, er befindet sich nicht unbedingt in seiner besten Position. Und so verzettelt er sich in den einzelnen Puzzlestücken, wenn wir das so betrachten wollen, und ist nicht imstande, das gesamte Bild zusammenzustellen und zu erkennen. Wir haben dazu noch das Trigon vom Pluto und das alles verstärkt diesen Merkur, der seine Interessen sehr schnell wechselt, sehr oberflächlich ist, mal hier, mal da, je nachdem, wo der Wind herweht. Dann haben wir den Mars auf 28 Grad wieder, noch sehr stark in seiner Regentschaft, jedoch unter Befehl vom Saturn. Der Saturn bildet einen Quadrat zu dem Neumond und somit setzt er Grenzen ein oder er versucht, Grenzen einzusetzen. Vorsicht, was ihr macht. Vorsicht, was ihr sagt. Wenn ich an die bevorstehende Europawahlen denke, dann sendet Saturn die Nachricht, Vorsicht, was ihr sagt, das wird nicht vom Volk vergessen. Saturn oder der Einfluss Saturns ist auch ein Zeichen für Müdigkeit. Das viel Blabla ermüdet, würde vielleicht dieser Neumond uns auch zeigen. Venus ist nun in Verbrennung und dann würde ich sagen, sie denkt, soll ich wirklich wählen gehen? Oder mich lieber ins Café setzen und es mir gut gehen lassen. Der nächste Aspekt, der Venus bilden wird, das wird das Quadrat zu Saturn sein. Knappheit. So können die Menschen denken, die da im Parlament machen eh, was die wollen und für mich wird alles nur knapp. Aber auch dieser Saturn-Quadrat-Aspekt vermittelt, denkt an deine Pflichten. Es liegt in deiner Hand, wie es ausgeht. Und an dieser Stelle möchte ich euch bitten, alle wählen zu gehen. Lasst euch nicht von dem Film Blabla beeinflussen, sondern setzt euch hin und trifft eine Entscheidung für euch selbst. Und dann geht und teilt diese Entscheidung mit, indem ihr halt das Mandat an jemanden weitergibt,
wo ihr euch sicher seid, dass er eure Interessen vertreten wird. Wie ich schon sagte, Merkur macht Party und Zwilling und auch Merkur symbolisieren die junge Leute. Und mein Appell richtet sich an euch allen jungen Leuten, die ich hoffe, dass ihr dieses Video seht. Nehmt diese Wahl ernst und überlegt, nicht viele in eurem Alter bekommen das Recht zu wählen, selbst zu bestimmen. So, in diesem Neumond ist wie gesagt der Mond out of bounds und wir haben den Mars, der unaspektiert ist, der aber im Begriff ist, unmittelbar die Sonneneklipse vom 20. April 2023, die auf 29 Grad wieder stattgefunden hat und nicht ohne war, wenn ihr euch daran erinnert, zu aktivieren. Und den Uranus ohne Aspekte und den Neptun. Und so versteckt dieser Neumond eine enorme Spannung. Hallo! Das Volk, der Mond, die Emotionen sind unberechenbar. Saturn aus dem Fischen grenzt die Illusion ein, den Selbstbetrug. Wenn wir aber diesen Neumond ins Persönliche betrachten, also nicht mundan, sondern für jeden von uns, dann ist es ein sehr guter Neumond, um etwas Neues zu beginnen in den Themen der Zwillinge und des Merkurs. Also, wenn ihr etwas schreiben wollt, wenn ihr im Bereich Kommunikation tätig seid oder tätig sein wollt, wenn ihr etwas publizieren wollt und all diese Themen des Merkurs, wenn ihr da was vorhabt, könnt ihr bei diesem Neumond wirklich einen sehr guten Beginn machen. Ihr wartet mit eurem Beginn aber erst, bis dass der Mond raus ist aus der Verbrennung, dass er selber ein bisschen Licht hat. Und während der Mond in Kasimi-Position ist, also 17 Bogenminuten vor der Konjunktion und 17 Bogenminuten nach der Konjunktion, da könnt ihr Wünsche nach oben senden für euren Erfolg. Meditiert und glaubt daran. Denn wer glaubt, der wagt auch Schritte. Ich habe dieses Horoskop des Neumondes für mich auch genau betrachtet und habe überlegt, was ist Zwilling? Was ist Jupiter in den Zwilling? Die Spaltung der Energie. Und irgendwie renne ich den ganzen Sachen hinterher, weil ich tatsächlich in den vielen Dingen, die ich angefangen habe, mich vielleicht verzettelt habe oder einfach die Zeit reicht mir nicht. Und ich mache keine halbe Sachen. Ich werde niemals ein Video machen, ohne Wissen zu vermitteln. Und dann habe ich überlegt, dass dieses Wissen, was ich vermittle, wird kaum einer wiederlesen, weil das sind ja Prognosen für eine bestimmte Zeit. Das ist wie eine alte Zeitung, die wir gelesen haben und dann nicht mehr reinlesen. Und das Wissen, was ich vermittle, das soll ja für euch alle sein und das soll greifbar sein. Und so bin ich auf einen Entschluss gekommen. Also mit Saturn habe ich alles eingeschränkt und mit dem Neumond werde ich etwas Neues in diesem YouTube-Kanal beginnen. Ihr werdet erfahren, was das ist. Ich hoffe, ihr habt ein Abonnement hier gemacht, sodass ihr dann die Nachricht bekommt, wenn ich Videos hochstarte. Und das wird etwas sein, was euch allen weiterbringt. Hoffe ich. Gut, also, alles, was wir nun starten, mit den Themen, ne, der Zwillinge und Merkurs, die Ergebnisse werden wir so ungefähr im März 2025 sehen, wenn Jupiter auf den Mittelpunkt von Sonne und Merkur steht. Mit Hilfe Saturns, der unsere Pläne und Träume stützt, wünsche ich euch allen
viel Erfolg zu dem, was ihr vorhabt. Am 7. haben wir die Antiparallele zwischen Sonne und Pluto. Ein Aspekt der Durchsetzung, der Manipulation. Und am 8. kommt der Aspekt Venus in Quadrat zu Saturn. Und das wird ein Tag, der ein bisschen uns betrüppelt macht oder auch nachdenklich. Dieser Tag vermittelt uns, denke nochmal nach. Venus bedeutet, was macht mich glücklich? Und das Quadrat vom Saturn sagt, denk an deine Pflichten. Und dann kommt der 9. Ich weiß nicht, wer sich diesen Tag ausgedacht hat. Der Tag der Wahlen. Was haben wir da? Dieses Horoskop spricht Bände. Wir haben einen Mars, ihr seht hier, der ist unaspektiert. Wir haben den Jupiter, der ist unaspektiert. Wir haben Uranus und Neptun, auch unaspektiert. Aber ich habe die Uhrzeit gesetzt, wo die Wahlen zu Ende gehen, ja, bis 18 Uhr. Und bis 18 Uhr wird der Mond auf 28 Grad Krebs sein. Und wenn wir das jetzt als Möglichkeit nehmen, dann bildet Uranus einen Sextil zu dem Mond und Neptun ein Trigon. Das Trigon von Neptun zum Mond würde ich deuten, werde ich geblendet, fragt sich das Volk. Werde ich betrogen? Der Mond in den Krebs denkt an seine Heimat, an sein Zuhause. Und mit dem Trigon zu Neptun, was ja auch eine Auflösung bedeutet, hat er vielleicht Gedanken, wir lösen das Ganze auf, das bringt eh nichts? Wird sich zeigen. Uranus mit seinem Sextil vermittelt dem Mond, du bekommst noch deine Gelegenheit, alles zu verändern, zu rebellieren. Dann haben wir die Sonne in Quadrat zu Saturn, sogar im gleichen Grad. Hier gibt es eine Einschränkung für die Regierenden. Die werden nicht so können, wie sie wollen oder wie sie das gedacht haben. Und dann haben wir nach wie vor den Jupiter in Trigon zu Pluto. Und das ist auch ein Anzeichen für vieles Geld. Wo geht das viele Geld hin? Oder wofür wird dieses viele Geld benötigt? Und jetzt komme ich zu Mars, der ja in den Stier gekommen ist. Und Mars in den Stier ist in keine gute Position. Und wenn ein Planet in keine gute Position ist, dann reagiert er nicht sofort. Aber wenn er reagiert, ja, Mars in den Stier, der zeigt Geduld. Er kann warten. Aber wenn er explodiert, dann bleibt nichts mehr ganz. Und Mars ist auf dem Weg, in Kürze das Quadrat zu Pluto zu bilden. Ein Tag später werden wir den Mond in den Löwen haben und dann wird ein T-Quadrat gebildet. Und zwar zwischen Pluto, Mond und an der Spitze Mars. Und da werden wir sehr wahrscheinlich die Ergebnisse der Wahl erfahren. Und ich kann euch versichern, diese Ergebnisse werden die große Überraschung werden. Ob jetzt die große Überraschung für den Mond ist, also für uns, das Volk, oder ob diese große Überraschung Saturn Quadrat Sonne sein wird, also für die Regierenden, das wird sich zeigen. Mars kommt nach 2 Jahren in das Sternzeichen Stier, welches fest und Erde ist. Wenn man bedenkt, dass er aus dem Schnellen und Ungeduldigen wiederkommt, wo er der Herrscher ist, dann kann man sich vorstellen, dass er jetzt eine derbe Abbremsung bekommt. Vielleicht hilft Mars im Stier, diese schnelle Entwicklung in dem Sternzeichen Zwilling etwas zu entschleunigen und zu verlangsamen. Aber er schafft auch eine Irritation an uns allen. Mars in den Stier verteidigt sein Eigentum, sein Besitz, sein Geld, seine Ressourcen. Stier ist ein weibliches Zeichen und als solches hält die Energie in sich. Es teilt sich nicht mit, es sammelt. Und da könnt ihr jetzt vorstellen,
warum dieser Mars wütend wird, wenn wir das alles jetzt hier so sehen. Und wenn er wütend wird, dann wird er fanatisch, sehr hart, unbeugsam in all den Dingen, die er beansprucht. Und diese Energie wird sich entladen in Form von Wut und von einer plötzlichen Explosion. Und wann wird das werden? Na, wenn Mars im nächsten Monat die Konjunktion zu Uranus bildet. Und in diesem Fall ist es auch so, dass Mars wird von der Venus regiert, die auch noch die Herrscherin vom Stier ist. Und sie ist verbrannt und out of bounds. Gut heiße ich das nicht. Hinter jedem Krieg steht eine Venus. Vergiss das nicht. Das hat uns die griechische Mythologie gelehrt. Sie ist es, der alles anzettelt. Venus ist nicht nur die Schönheit, die guten Gedanken. Venus verkörpert, was möchte ich? Und die Kriege, die finden statt, weil jemand was will. Die Tage zwischen den 10. bis zum 12., wie ihr seht, sind ein Rot von mir untermalt in meinem Kalender. Ihr solltet da sehr vorsichtig sein. Wir haben hier die Antiparallele zwischen Merkur und Pluto. Also hier wird sehr viel gesprochen und sehr viele Machtspiele werden da stattfinden. Und dann kommt dieser Mars in Quadrat zu Pluto. Das ist ein Aspekt, der, sagen wir so, Krieg deutet. Ja? Kampf. Und am 12. haben wir noch den Merkur, einerseits in Parallele zu Venus, andererseits in Quadrat zu Saturn. Beide Planeten sind jetzt out of bounds. Das sind keine ruhigen Tage. Und dann kommen wir zum 17. Juni. Und schon wieder findet ihr ein großes Ausrufezeichen in meinem Kalender und es ist rot hinterlegt. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Schauen wir uns doch mal das Horoskop dazu. Wir haben die Venus und den Merkur auf 0 Grad Krebs. Wenn Planeten auf 0 Grad des beweglichen Kreuzes stehen, also Widder, Waage, Steinbock und Krebs, dann aktivieren sie die kosmische Achse. Wir sehen hier, dass Merkur und Venus außerhalb der Grenzen sind, und zwar die Grenzen liegen bei 23 Grad und 26 Bogenminuten. Also haben wir zwei Planeten out of bounds. Kurz bevor aber Merkur und Venus in den Steinbock kamen, haben sie einen Quadrat zu Neptun gebildet. Und hier werden wir vielleicht träumen, von was wir gerne hätten. Welches Ergebnis hätten wir gerne? Hier könnte allerdings auch eine Möglichkeit sein, also mit dem Quadrat Neptun zu Merkur und Venus, dass sich neue Koalitionen bilden, die gleichgesinnt sind. Dann kommen wir am 20. zu der Sommersonnenwende und das Horoskop der Sommersonnenwende gibt die Tendenz der Ereignisse für die nächsten 3 Monate. Das Erste, was wir sehen, Mond out of bounds, Merkur weiterhin out of bounds und Venus out of bounds. Also wir haben drei Himmelskörper außerhalb der Grenzen, außerhalb der Bahn der Sonne, also der Regierenden. Der Mond steht ganz alleine hier in den Schützen und da sieht wieder so aus, als ob er die ganze Last trägt. Ist er in den Schützen zuversichtlich? Ist er fanatisch? Das werden wir alles noch sehen. Der Mond bildet einen Quadrat zu Saturn. Wir haben weiterhin einen Uranus, der unaspektiert ist, abgesehen von dem Trigon, den er zu dem Aszendenten bildet, allerdings nur für das Horoskop für Berlin. Neptun ist auch ohne Aspekte und Saturn bildet nur einen Aspekt und der gilt dem Mond. Kurz bevor die Sonne in den Krebs rübergekommen ist, hat sie einen Quadrat zu Neptun gebildet und sie war im 6. Haus, was die Sicherheitsbehörden, sprich
Polizei, Feuerwehr, ja, all die, die für unsere Sicherheit sorgen, repräsentiert. Und ein Quadrat zu Neptun heißt auch sehr viel Wasser. Der Mond ist sehr nah zu dem Steinbock und dort wird der Vollmond stattfinden. Also, es könnte finanzielle Schaden aus Wetterphänomenen deuten. Wir haben am 22., also den Vollmond auf 22 Grad im Steinbock, und das ist auf der Achse der Sommersonnenwende. Wenn wir Neumonde oder Vollmonde sehr nah an die Station der Sonne auf der kosmischen Achse haben, dann bedeutet das, dass Ereignisse, die mit dem Neumond angefangen haben, jetzt vollendet werden, aber auch, man bringt es in Verbindung mit Klimaphänomenen und mit Situationen, die das Kosmische beeinflussen. Wir hatten, wenn ihr euch erinnert, den Frühlingsbeginn mit einer Eklipse gehabt und wir haben gesehen, was so überall auf der Welt für Wetterereignisse oder Phänomene stattgefunden haben, was für Katastrophen überall waren. Der 21. Juni ist ein etwas ruhigerer Tag und dann haben wir den Vollmond. Der Vollmond wird mit Ereignissen zusammengebracht, die am 6. Juni beginnen werden, aber er wird auch, wie gesagt, Phänomene mit sich bringen. Ob das jetzt der Regen sein wird oder Erdbeben oder Windrosen, keine Ahnung. Der Vollmond steht in Quadrat zu Neptun, zwar ein nicht von Sternzeichen, sondern von den Geraden. Wir haben den Merkur und die Venus in einem Wasserzeichen. Und in Kürze wird Neptun stationär, damit er seine rückläufige Bahn beginnt. Wenn Planeten stationär sind, ob es für die Rückläufigkeit oder für den direkten Lauf ist, deren Energie ist in der Station sehr intensiv. Also, ich denke und ich hoffe es nicht, dass wir sehr viel mit Regen zu tun haben werden, mit Überschwemmungen, ja, mit Problemen halt mit Wasser. Ab dem Vollmond entspannt sich nun die Situation. Ich sagte schon am Anfang des Videos, dieser Monat beginnt sehr entspannt und schön. In der Mitte, wird ein bisschen krumm und stressig und zum Ende wird er auch wieder schön. Am 23. haben wir einen Quadrat von Merkur zu den Nordmondknoten und das könnte eine Nachricht zeigen, die viele Menschen betrifft. Da fällt mir ein, in den Vollmond hatten wir die Sonne in Quadrat zu Saturn und dann zu Neptun. Und das signalisiert negative Nachrichten über eine Regierungsperson. Ich sage das einfach nur so. Ja, am 29. haben wir den Saturn in Station auf 19 Grad in den Fischen. Wer von euch persönliche Planeten, aber überwiegend den Aszendenten und die Sonne in 18 bis 21 Grad des beweglichen Kreuzes hat, und vor allem in den Fischen. Ihr solltet vorsichtig sein. Und diejenigen von euch, die zwischen 13 und 15 Grad in den Krebs- und Stierplaneten habt, ja, für euch klopft die Liebe an der Tür. Am 30. haben wir den Merkur in Sextil zu Uranus und das sind plötzliche Einfälle, gute Nachrichten und Begegnungen mit neuen Menschen. Ich will euch aber noch sensibilisieren, und zwar euch, die ihr Planeten auf 28, 29 Grad in den Fischen habt, weil da steht Neptun und er wird nun stationär zu seiner Rückläufigkeit. Und Neptun, ihr wisst, er lähmt. Er führt in die Irre. Da muss ich noch dazu erwähnen, bitte während dieser ganzen Zeit, den ganzen Juni, glaubt nicht das, was ihr hört. Nutzt den Neptun, um
eine sehr schöne Zeit zu haben. Wir haben bald den Beginn der Fußballmeisterschaft und ich wünsche mir und euch, dass die genauso traumhaft, ja, Neptun, wird wie das letzte Mal. Und jetzt machen wir einen kurzen Durchgang. Wie wird der Monat Juni bzw. die Aspekte des Monats jedes Sternzeichen beeinflussen? Für den Widder. Die erste Dekade hat die Unterstützung Jupiters aus dem Zwilling, aber auch Plutos aus dem Wassermann. Die zweite Dekade, sie hat den Saturn im 12. Haus, also im Rücken, und das bringt eine Traurigkeit oder eine Irritation. Aber ich habe euch oft gesagt, setzt euch hin und macht Pläne. Pläne für die Zukunft, Pläne für den Tag, wo Saturn in eurem Sternzeichen kommt und das wird nächstes Jahr sein. Wenn Venus in den Krebs kommt, dann bildet sie einen Quadrat zu der ersten Dekade und das könnte eine finanzielle Ausgabe sein. Sehr wahrscheinlich etwas, was mit dem Haus oder dem Wohnhaus zu tun hat oder aber auch mit der Familie. Aber die Familie stützt euch auch. Wenn Saturn rückläufig wird, dann ist das die beste Zeit, um psychologische Arbeit zu leisten. Der Neumond findet in eurem dritten Haus statt. Wir wissen ja, der Neubeginn mit den Themen des Zwillings und des Merkurs. Und am 9. kommt Mars in eurem zweiten Haus und hier kommen die Ausgaben. Und am 11. haben wir das Quadrat zwischen Pluto und Mars und sehr wahrscheinlich müsst ihr hier für etwas kämpfen, was ihr lange haben wolltet. Einerseits ist das ein Thema des Wassermann, des 11. Hauses, also irgendein Ziel, den ihr habt. Andersrum kann es sein, dass es mit euren Finanzen zu tun hat oder aber auch mit, ja, vielleicht ein Aufbau des Selbstbewusstseins. Der Vollmond findet in eurem vierten Haus statt, ja, 4 und 10. Und hier beenden Situationen, die mit dieser Achse zu tun haben. Für den Stier. Bis zum 9. mit dem Mars in dem Widder in eurem 12. Haus. Da müsst ihr aufpassen, dass nichts etwas in eurem Rücken passiert, wovon ihr nichts mitbekommt. Aber dann kommt Mars in eurem ersten Haus und bringt Selbstbewusstsein und ihr seid selbstsicher, alles zu fordern, was euch zusteht. Die Planetenballung und Jupiter und Venus in eurem zweiten Haus, die Finanzen stabilisieren sich. Und ihr werdet viel selbstbewusster. Ihr wisst genau, was ihr jetzt wollt und wie ihr das erreicht. Und je nachdem, wie gut ihr alles vorbereitet habt, werdet ihr auch gute Ergebnisse bekommen. Der Neumond findet in eurem zweiten Haus statt und es ist eine gute Gelegenheit für einen Neubeginn. Und zwar einen Neubeginn, wie handhabt ihr eure Finanzen? Der Vollmond findet auf der Achse 3-9 statt und das ist ein Zeichen, dass ihr eure Philosophie, was die Finanzen betraf, vielleicht geändert ist. Saturn in eurem 11. Haus, er wird konkret, er hilft euch, eure Ziele und eure Pläne fürs Leben zu machen. Und wenn dann die Planeten in eurem dritten Haus kommen und diese mit einem Sextil euch aspektieren, ja, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, sozusagen. Der Pluto bildet einen Quadrat zu dem ersten Grad und von da aus einerseits gibt er Hilfe, andererseits, ihr müsst etwas verändern in eurem Leben. Für den Zwilling. Planetenballung in eurem ersten Haus, ja, alles ist drin. Und vor allem für die erste Dekade, Jupiter hilft. Und das Trigon Plutos auch. Aber Mars kommt auch in eurem 12. Haus
Und da solltet ihr aufpassen, wenn ihr vertraut. Ihr müsst vorsichtig sein vor Angriffe, vor Diebstähle und heimtückische und hinterhältige Spiele. Wenn die Planeten dann in dem Krebs rüberwandern, werden auch die Finanzen etwas besser. Wenn es Probleme in den Beziehungen gibt mit dem Neumond, könnt ihr diese in Ordnung bringen. Krebs. Alle Planeten, also diese Planetenballung, ist in eurem 12. Haus. Mars bewegt sich noch in eurem 10. Haus Anfang des Monats und dann am 9. kommt er in eurem 11. Haus. Hier sind die großen Konzerne, hier sind die Vereine und die Ziele und die Träume, die man hat. Ansonsten seid ihr jetzt nicht großartig von der kosmischen Situation betroffen. Der Neumond findet in eurem 12. Haus statt und ich würde euch empfehlen, ein paar Gedanken über Psyche und Gesundheit zu machen. Am 9. kommt Mars in den Stier und somit in eurem 11. Haus und hier könnte Stress mit Freunden geben, in Gruppen, in Vereine, wenn ihr seid, oder auch eventuell Stress mit oder durch eure Kinder. Und mit so vielen Planeten in eurem 12. Haus, das zeigt an Überdenken, Überarbeiten, über die eigene Psyche, über die Gesundheit und natürlich das 12. Haus. Es ist ein Abschluss und ihr fragt euch auch, wen lasse ich jetzt zurück und wen nehme ich mit, wenn die Sonne und die anderen Planeten in den Krebs kommen in eurem 1. Haus. Für den Löwen. Die Planetenballung in eurem 11. Haus und Jupiter in das Haus seine Freude. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen für euch. Mars kommt in eurem 10. Haus und das zeigt ein bisschen Stress in der Karriere. Also seid aufmerksam auf eure Karriere, auf euren Mitarbeitern. Und es ist ja eine Achse, ja, die 10-4. Und deswegen seid vorsichtig mit eurem Haus vor Diebstählen, vor Schäden. Und ich denke, der Monat wird zu Ende gehen mit guten Nachrichten. Wenn die Planeten dann in eurem 12. Haus rüberwandern, dann ist es eine Zeit, wo ihr ein bisschen auf eure Psyche, eure Gesundheit achtet, aber Freunde sind da und die werden euch unterstützen. Jungfrau, die Planetenballung in eurem 10. Haus und das ist ein Zeichen, dass alles dreht sich um eure Karriere und natürlich gegenüber um eure Familie. Mars kommt in eurem 9. Haus. Und da solltet ihr aufpassen, wenn ihr weite Reise machen möchtet. Ihr könntet diese Mars-Energie nehmen und nutzen, um Neues zu lernen und Kurse zu besuchen und so weiter. Saturn euch gegenüber, er prüft eure Partnerschaften und denkt daran, ihr, die in den letzten Grade der Jungfrau-Planeten habt, ihr habt den Einfluss Neptuns, ja? Ganz genau überlegen, was ihr tut. Nehmt einen Freund, der euch berät, weil ihr seht die Dinge definitiv nicht klar. Und solltet ihr eine Art Müdigkeit verspüren, das ist auch der Neptun. Mars wird für euch nicht negativ arbeiten, denn er bildet einen Trigon zu der Jungfrau. Also auch ein Trigon zu eurem 5. Haus. Mit den Kindern, er hilft von da aus. Gut, in den ersten Tagen bereitet euch noch ein bisschen Stress hier, aber wird schon. Waage. Die Planetenballung in eurem 9. Haus. Neue Horizonte öffnen sich, neue Möglichkeiten, neue Kurse, lernt eine Fremdsprache, vertieft euer Wissen. Und all diese neue Dinge, die ihr jetzt lernen könntet, und solltet, die werden euch helfen, auch
eure Horizonte zu erweitern und eure Lebensphilosophie zu verändern. Die werden euch helfen, viel klarer zu sehen. Mars ist noch in den ersten Tagen in eurem siebten Haus und bringt Probleme mit den Beziehungen, allerlei. Und dann kommt er in eurem achten Haus. Hier kommen Themen mit Geld anderer, aber hier kommen Themen auch einer Schwangerschaft, und wenn ihr keine möchtet, dann solltet ihr vorsichtig sein. Saturn aus dem sechsten Haus, er testet eure Geduld und eure Gesundheit. Achtet auf eure Knochen, Zähne, Haut, aber insbesondere achtet auf eure Psyche, denn wenn die Psyche gesund ist und wenn ihr glücklich seid, dann wird der Körper auch folgen, sollte er jetzt Probleme bereiten. Die erste Dekade hat den Pluto und er bildet ein Trigon und unterstützt und gibt Hilfe. Skorpion. Die Planetenballung in eurem achten Haus. Stress, Stress mit Geld. Ihr solltet allgemein mit euren Finanzen sehr vorsichtig sein. In den ersten Tagen solltet ihr auf eure Gesundheit und eure Haustiere aufpassen. Und dann, wenn Mars in den Stier kommt, also ab dem 9. Juni, dann müsst ihr vorsichtig sein mit eurem Zusammenarbeiten, mit euren Beziehungen. Generell solltet ihr sehr vorsichtig sein, weil es könnte sein, dass ihr auch in Gerichtsverfahren in irgendeiner Form verwickelt werden könntet. Also seid vorsichtig, geht nach dem Gesetz und macht euch die Gesetzgeber nicht zu Feinde. Und ab Mitte des Monats entspannt sich dann die ganze Situation. Denn sobald Venus in dem Krebs rüberkommt, dann bildet sie einen Trigon zu den Skorpion. Und die erste Dekade, die wird dann gute Nachrichten bekommen. Und ich möchte euch noch einen Tipp geben. Mars ist euer alter Regent. Wenn Mars jetzt in ein Erdzeichen kommt, dann staut sich die Energie. Er kann nicht so, wie er will. Ich hoffe, ihr habt das Video vorhin gehört. Ihr müsst zusehen, dass ihr mit eurer Wut in irgendeiner Form, wenn es die gibt, umgehen lernt. Für den Schützen. Alle Planeten sind in eurem siebten Haus, also stehen euch gegenüber. Ein bisschen flirten, gute Beziehungen mit Mitarbeiter oder mit Businesspartner, auch mit dem Ehepartner. Es ist eigentlich eine gute Zeit für euch. Ab dem 9. kommt Mars in eurem sechsten Haus, ne, wenn er in den Stier kommt. Bis jetzt war er euch gut gesonnen, er hat ein Trigon zu euch gebildet. Jetzt macht er ein bisschen Zicken und Schwierigkeiten, und deswegen würde ich vorschlagen, ihr achtet auf einen guten Schlaf, ihr achtet auf eure Ernährung und Gesundheit und Bewegung, damit Mars hier euch nichts anhaben kann. Wenn ihr Haustiere habt, achtet auf eure Haustiere. Ach ja, und da das Autofahren auch zu dem Alltag gehört, seid vorsichtig, wenn ihr Auto fahrt. Steinbock. Sehr viele Planeten in eurem sechsten Haus. Achtet auf eure Gesundheit, auf eure Ernährung und auf eure Haustiere, wenn ihr welche habt. Und achtet auf eurem Haus für die ersten 10 Tage, denn Mars ist da drin. Und dann kommt er ab dem 9. in euren fünften Haus, und hier kann er Probleme bringen mit das, was ihr als Kreativität habt, oder natürlich mit euren Kindern, wenn ihr welche habt, oder mit euren Liebesbeziehungen. Und mit dem Saturn im 3.
Ich würde sagen, achtet auf euren Führerschein. Mars im fünften, also im Stier, könnte Schwierigkeiten und Probleme auch mit Mannschaften oder Freunden bringen. Denn wir sehen ja immer auf Achsen 5, 11. Wassermann. Planetenballung im fünften. Liebe, Kinder, Kreativität und ihr der ersten Dekade kauft euch ein Los. Denn von hier aus bilden all diese Planeten einen Trigon zu dem Wassermann. Wenn Mars in dem Stier kommt, und zwar in eurem vierten Haus, es wäre keine gute Zeit, um Häuser zu kaufen, zu verkaufen oder eventuell umzuziehen. Wartet erstmal, dass er da wegkommt. Es ist ein guter Monat, wenn ihr alleinstehend seid, weil mit so vielen Planeten in dem fünften Haus, irgendwie werdet ihr mit Sicherheit jemanden kennenlernen. Fische. Planetenballung im vierten Haus. Familie, Immobilien, Eltern. Wenn Mars in dem Stier kommt, und zwar in eurem dritten Haus, solltet ihr vorsichtig sein, was ihr sagt, was ihr schreibt, wie ihr das macht. Und wenn er das Quadrat zu dem Pluto bildet, dann seid vorsichtig in Beziehungen zu den Geschwistern, aber auch zu den Nachbarn oder nahen Verwandten. Wir wissen ja, das dritte Haus. Und natürlich, ihr solltet vorsichtig sein mit eurem Fahrzeug vor Unfälle, vor Diebstähle, ja, vor Schäden allgemein. Diejenigen von euch, die so um die 18 Grad Planeten haben, ihr solltet jetzt achten, Saturn, ja, der wird bald seine Station da auf 19 Grad machen. Und diejenigen von euch, die Planeten, vor allem den Aszendenten oder die Sonne, auf 28 Grad haben, ihr wisst, Neptun macht müde, lähmt, also meditiert und erholt euch, denn bald wird es turbulent in eurem Leben. So, und jetzt wünsche ich euch einen sehr guten Juni. Genießt die ersten Tage, die sind sehr schön. Seid vorsichtig in den mittleren Bereich mit diesen Aspekten und seid entspannt und genießt dieses große Fest mit dem Fußball-EM in Deutschland, in der Hoffnung, dass wir tolles Wetter haben und eine gute Stimmung.